Emmy. Der Dude sieht Oh aus wie Gott, der ich muss erste hier mal. Charakter, den man Oh Gott, ist in das ein guter Charakter. Rage of Bahamut Virgin Souls sieht. Der hat genau dieselbe Frisur. Und trägt auch so eine Brille. Wegen dem Gig. Ich möchte ablehnen. Aber als Sie vorhin mit ihr gesprochen haben, sagten Sie, dass Sie im Tsubasa interessiert sind. Kann ich nicht. Es gibt einen anderen Job, den ich machen muss. Hab keine Zeit, mich mit einem Fake-Idol auseinanderzusetzen, dessen Popularität nur künstlich gemacht wurde. Hey, guck mal, da hinten ist Marmorins Poster und Maho. Aber Hehe. Warte auf mich. Azusa. Azusa? Azusa? Ist das nicht ein Fire Emblem-Charakter? Nein, Azusa? Neuer Song, nur für dich. Graue. Was? Graues Grab-Make-up ist beinahe getan. Graues Grab-Make-up. Sao hat sich komisch für und er hat Azusa erwähnt. Hi, Azusa-sama. Ja, aber sie ist. Wer ist diese Azusa? Azusa. Maekawa, sie ist ein legendäres Idol, was vor langer Zeit ich. Was Bolivar vor nicht lange, allzu langer Zeit. Ach ja, die Beerdigung, da war ja was. Also graues Beerdigungs-Make-up. Ihr Debüt-Server für Azusa Colored Sky war ein großer Hit, wenn sie 1 Million Mal verkauft hat. Sie ist auf einmal zum Star aufgestiegen. Ihre Stimme war so wunderschön. Die Leute nannten sie den Gesang von dem Himmel. Ich habe ihre Stimme und ihre Songs geliebt an dem damals. Bis zu diesem Tag? Ja, sie ist vor einem Jahr gestorben. Die Medien sagen, es war eine Krankheit, aber einige Sachen wurden nicht erklärt. Das ist, weil es der Öffentlichkeit gesagt wurde. In Wahrheit wurde sie verschlungen. Und zwar nicht von Velvet. Hä? Sie starb, weil Mirage ihr ganzes Parfum verschlungen hat. An dem Tag kam Kiria sofort, um die Mirage zu besiegen. Aber also wie das gesamte Performer hat ihr so viel Kraft gegeben. Ihre Mirage war zu stark für Kiria. Heißt es, Azusa war auch eine bessere Sängerin als Kiria? Wie schrecklich! Kiria und Tate haben es zurückgeschafft, aber sie waren nicht in der Lage, ihn zu besiegen. Das ist der Mirage immer noch am Leben? Ja, und es scheint, es braucht mehr Performer für ein Comeback. Es ist möglich, dass Sawafuji von diesem Mirage beeinflusst wird. Es hat immerhin erfolgreich Azusas gesamte Talente entzogen. Mr. Sawafuji ist in Gefahr dann. Der Feind ist auch sehr stark. Normale Performance-Skills sind nicht in der Lage, ihn zu besiegen. Dennoch, wir können ihn nicht allein lassen. Los geht's, Itsuki. Wir müssen Sawafuji-san retten. Zugestimmt. Nee, der Mirage ist sicherlich nicht stark. Ich denke, er ist sehr schwach. Deswegen mussten wir auch nicht leveln oder so. Genau, nein, nein.
Ich habe nachgeschaut, wo Sawafushis nach Sawafushias Zeit lag. Er hat ein Meeting in Daito TV Station. Aber er ist noch nicht aufgetaucht. Die Station. Die Eidosphäre ist dort. Du denkst doch nicht, dass er... Lass uns sofort kontrollieren. Seid ihr sicher, dass ihr es beiden sicher schafft? Gut, wer auf jeden Fall die Party muss, ist jedenfalls Tsubasa. Mhm. Darf auf jeden Fall die Party rein und ich lasse Yashiro mal so lange drin, wie es geht. Mhm. So, auf in die TV-Station. Mhm. Warte mal, ich hoffe, er ist aber irgendwo, wo ich nicht so lang laufen muss. Ja, auch in einem Bossraum, meine ich. Die sind, glaube ich, alle in den Bossräumen, oder? Mhm. Also die ganzen wichtigen Bossen... Die Hauptcharaktere sind ja immer in den Bossräumen. Ist ja nur die beiden Sidequests sind, die halt mitten im Dungeon drin. Ja, zum Glück. Es wäre immer nervig, wenn irgendwo mitten reinlaufen muss. Kiria, wo kommst du auf einmal her? Kiria hat doch gegen sie gekämpft. Kiria jetzt auch mitkämpfen muss? Nee, muss sie nicht. Eigentlich muss sie zu Basa rein. Was für eine Präsenz. Es ist dieselbe Aura wie an diesem Tag, nicht wahr, Tata? Dieser bekannte Gestank gehört nicht an unserer Versagen. Diesmal ist keine Flucht dieses Mal. Tsubasa, daijoubu? Geht es gut, Tsubasa? Mir geht's gut. Wir müssen Mr. Sawafushi retten. Egal was es kostet. Das ist nicht Kampfgeist. Los geht's. Tiki? Tiki will sagen, wo der Mirage ist. Hast du irgendwelche Präsenzen gespürt, Tiki? Im Norden von wem ist der D? Ja, jetzt, mit Barry da, war. Genau, da wo wir gegen genau Barry gekämpft da. Haben. Genau okay, dann da. Genau dort. Ja, stark. Ein starker Mirage. Die werden okay. Nicht dumm. Ja, ja. Guck mal, und Kiri sagt, sie hat ihre Freunde an ihrer Seite. Mhm. Oh nein, wir müssen wieder durch diese eine bekannte Passage durch. Ja! Und du hast dich am ersten Mal gedacht, boah, kennst du diese Passage? Ja, jetzt kennst du diese Passage. Boah. Es wird sogar noch besser. Falls du dich erinnerst, ich glaube, ihre Fähigkeit ist noch nicht ausgelaufen. Das heißt, auf gut Deutsch, in der Theorie könnten ihr noch jede Menge anderen Gegner, hallo, durch die Gegend irren. Lauf, Kax, lauf! Ah, das ist da. Du hast es geschafft. Jetzt einmal speichern kurz vom Boss. Mhm. Und dann sei überrascht, was für eine Klasse und welcher Charakter es ist. Hast du irgendwelche Vermutungen? Ich überlege gerade, ob ich trotzdem Yashiro mit reinnehmen soll. Ja, okay, Yashiro, du kannst das erste Mal drin bleiben. Mhm. Lanzen. Es ist eine Pegasus-Einheit. Es ist Est. Es ist nicht Es. Das ist wirklich sie. Mir gefällt das, Asusa. Wie ist der neue Song, den ich für dich gemacht habe? Du bist wahrlich das beste Idol überhaupt. Es ist aber eine Pegasus-Einheit. Ja. Pheros. Sie war keine scheinbar aus Awakening. Nee, Awakening? Ein General von Wahl. Sie war aber in Awakening kein Pegasus, sondern eine Valkyrie. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht Estietes. Aber ja, das ist Pheros. Sie ist weiblich. Genau. Gib mir mehr! Mehr! Gib mir mehr Verformer! Die Quelle der Kraft! Stopp! Sofort! Lassen Sie was. Ist das Sarafuji frei? Ich glaube, ich nehme doch beim. Ich nehme wirklich dann doch eher meine schöne Bogenschütze mit, wenn ich schon eine habe. Ja, theoretischen Wind. Es geht um Mortal Curse. Theoretisch. Aber du hast halt zwei Schwertkämpfer. Das ist der Nachteil, weil sie dann theoretisch dann Itsuki und Yashiro angreifen kann. Sie sieht irgendwie aus wie Aversa in Farbpalette. Im Blond, ja. Sie sagt, ja, sie hat selbst diese Spitzen da auf dem Kopf, nur weil sie nur Aversa hatte. Das stimmt. Jetzt ist es, wenn neue Fans gekommen. Ich lasse euch alle bekommen mit meinem neuen Song, den er gemacht hat.
Ich bin Azusa, mein Körper, mein nächster Song, Great for the Maker. Ich werde jetzt singen, all mein Hass. Das ist kein schöner Song. Ah! Ja, wir können uns nicht so bewegen. Dieser Gesang ist stärker als zuvor. Ich brauche einen Song, der der diese Vocals kontern kann. Tsubasa, du musst es tun. Ich kann nicht, es ist unmöglich. Ich meine, ich stelle mich gegen einen, über einen legendären Idol. Genau, sie ist Azusa Maekawa. Die singende Stimme vom Himmel. Jemand wie du wird sie niemals schlagen können. Ehrlich, ich kann nicht anders. Ich sehe dem Typen immer noch diesen random Dude aus der ersten Folge. Es ist echt schlimm, man sieht den Typen nur einmal. Und trotzdem hat er so ein Gesicht, dass man sich einprägt. Wow. Willkommen zurück. Ich glaube an Tsubasa. Komm zurück, Ridley. Ich habe gesehen, wie sie Herausforderungen mit dem Kopf voraus angegangen ist und sie jedes Mal überkommen ist. Itsuki. Du kannst es schaffen. Kira ist etwas verschwunden. Hinter Shida versteckt. Ich glaube in deine Fähigkeiten, die du erreicht hast. All deine Erfahrung bis jetzt. Und die Stärke. Und die Stärke deiner Ideal. Shida. Sing, Tsubasa. Sing, das, sodass du bis das Zauber Fuji retten kannst. Und die Gefangene von Azusa. Die Zeit ist gekommen, um zu fliegen. Das ist nicht singen. Das ist nicht singen, Tsubasa. Oh, vielleicht ist sie... Nein. Oh, sie singt 4. Ich... Guck mal. Das, egal. Ja, sie singt jetzt... Zu lange gebraucht. Mhm. Hast du mir gelabert. Dieser Gesang. Das ist unmöglich. Mein Gesang hat verloren. Nein, es ist doch nicht vorbei. Los, lass uns das tun, Tsubasa. Ja, wir müssen Sasawa Fuji retten. Das hast du deiner Cousine Svenja Jan Christian vorgestellt. Und Twitch, das ist schön. Du musst nur aufpassen, wenn er in den richtigen Ecken von Twitch ist. Ja, stimmt. Und Tsubasa kriegt ihre Eingangssequenz. Ja, aber kommt halt schnell an die falschen Ecken, weil es so viele Streamer gibt. Ist auch nicht für jedes Alter geeignet. Gerade so für Kinder. Selbst für YouTube aber eigentlich. Das stimmt. Also ich finde, bei Streamern fühlt man sich, sag ich, auch mehr an der Community, weil man halt... Dass wir halt deswegen mag ich ja streamen. Spricht und halt man durch den Chat auch mehr mit ihnen interagiert als durch YouTube-Kommentare. Ich, Azusa Maekawa, will mein ganzes Sorrow, was heißt Sorrow nochmal? Meine Sorge. Oder meine Trauer. Sie wird ihre Trauer und ihre Zurücklassenheit oder Zurückhaltung in den Song stecken. Und Mirai ist verschwunden. Mirai! Mirai! Ah, ja, da bin ich hier. Da ist mal kurz ein Internet abgeschmiert. Soll ich dir was sagen? Ja. Er ist doch praktisch. Ja, wegen gut. Den Barbaren hier.
Bestimmt. Die hatte ich vergessen. Ich weiß, die haben ja immer verstärkt, euch habe so eine Bastard-Verstärkung kommt. Bringen wir diese. Jetzt ist ja nicht wirklich die Sängerin, es ist eigentlich ja Mirage, der die Sängerin über. Der das Performer der Sängerin übernommen hat, oder nicht? Genau, sie ist ja geklaut. Es ist ja nicht die Sängerin selbst. Sie ist quasi besessen von Mirage. Das kann man ja so sagen. Nicht Mortal Curse. Du musst nicht unbedingt Mortal Curse einsetzen, aber Heatwave kannst du einsetzen. So, Heatwave. Zack. Kannst du mal einen Discord-Server posten, wenn du möchtest. Vielleicht ist es eventuell für hier für den Text zu lang, deswegen passt du eventuell schon gut im Discord-Server. Oder was denkst du, Mirai? Was denn? Am besten im Discord-Server, ja. Da geht er nicht unter. Das ist ein Heavy Attack, deswegen nehme ich die einfach. Zack. Schade. So. Da war es nur noch einer. Oder eine eher. Aber ja, in der Theorie hat es halt die Pegasus-Schwächen. Genau, also Spook und Wind auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich kann unser guter Itzki nicht so wirklich viel tun. Nee, es ist immer Itzki. Mabufu, okay. Hab keine Einschwäche, das passt schon. Aber er hat kein einziges Winddingens. Hahaha. Er lernt das noch. Gut, dann tausche ich doch gegen. Er kann theoretisch halt den Wind gelernt, aber vielleicht hat er den noch nicht gelernt. Das hatte ich vergessen gehabt. Und dann darf Ellie das Ganze machen. Er war immerhin in einer kurzen Session da und vielleicht kommt er noch in Duart rein. Das ist gut, das stimmt. Ja, die kann ich auch mal. Komm, Ellie. So. Ich hoffe, du hast keine Immunität gewandert. Nein, gut, dann geht die Session weiter. Das hat man auch noch nicht gesehen, diese Kombination. Ich höre dich auch von mir dabei. Hast du zuerst Twitch im Hintergrund offen gehabt? Ich? Ja. Nein, ich habe Twitch nicht offen, okay. So. Okay, hört sich gerade bei mir anders an. Ich hab nichts offen im Hintergrund. Das okay. Einzige, was ich noch offen habe von vorher, ist YouTube. Aber das dürfte das eigentlich nicht beeinflussen. Nee. Nein, Strike a Pose brauche ich nicht wirklich, aber Empty Wave kann ich machen. Strike a Pose brauche ich nicht wirklich. Nein, ich hab's einmal gesehen, was soll ich auch. Es ist nicht so praktisch, Staffel 2 von diesen Dingern aufzugeben, oder? Ich überlege gerade. An sich hätte ich natürlich schon gerne Itzki einfach ausgetauscht gegen unsere gute Axtkämpferin. Das wäre natürlich noch besser, aber das geht ja leider nicht. Das ist kein New Game Plus, leider. Schade eigentlich, weil man könnte damit wirklich viele Dinge erleichtern. So, jetzt kannst du auch Zandain einsetzen. Das hatten wir noch gar nicht. Oder Grand Finale? Können wir auch gerne sehen. Okay, Grand Finale! Ich wusste nicht, dass sie das hat. Das hat sie nicht weiter an. Ah. Oh, sieht echt cool aus. Ich find's interessant, wie der Pegasus solche Lenkdinger hat. Ja, es ist so ein mechanischer Pegasus. Ach, warte mal, Pegasus haben aber sie nicht solche Lenkstangen. Ist so, genauso wie Kainia auch ein Motorrad hat hier. Ja. Aber diese Lenkstange, das ist ja gerade so wie so. Okay, du hast eine Lenkstange. So. Ich glaube, ich muss gleich heilen. Ja, was du jetzt machst. Was? Ah ja, im Grand Finale halt auch geheilt. Ach, da war ja Death Mascara. Du hast Itzki versiegelt. Wobei, das ist nicht so schlimm. Es ist Itzki, den hat die sowieso am wenigsten hier gebraucht. Stimmt. Ich kann einfach machen. Noch den machen. Ja, sie kann sich auch nicht Verstärkung kümmern. Ich hätte mir zu Basa halt geheilt, deswegen meine ich gerade eventuell. Aber gut, so geht's natürlich auch. Ja, gut, die Verstärkung kann halt nerven bei Axtkämpfer, zu Basa und Ellie. Das Ding macht Schaden. Ja, das ist nicht so schlimm. Im Notfall kann ich zu Basa. Ich weiß nicht, ob ich zu Basa überhaupt austauschen kann. Am Notfall kann ich zu Basa austauschen und die Vollheilung von Dingens rausholen. Ich meine nicht.
Gut, mach mal mit dir, Rama, bitte. So. Mit Tabukaya ist nicht so schlimm. Es ist nervig, aber es ist nicht so schlimm, dass bei dir ist alles gesperrt. Das ist jetzt momentan auch fürs Erste egal, deswegen block einfach mal. Das geht so mit der Zeit vorbei. Ich hätte so eine Runde verschwendet, also es ist... Autsch, das hat ganz schön Schaden an Ellie gemacht. Na, vielleicht Ellie, geh gleich gegen Mamori raustauschen? Mamori kann aber gerade nicht heilen, ich habe keine SP voll. Aber zumindest ist sie das Tank, die ganzen Angriffe. That's true. Aber mach auf jeden Fall mal hier drauf. Und Akilao. Dann ist der schon mal weg. Ich hätte gerne Heilung, aber ich glaube, die Heilung kriege ich nicht. Oder? Nee. So. Ellie, du darfst mal kurz mit Mamori tauschen. Zack. Ups. Und Mamori, hau mit deiner Axt drauf. Und versink mal die Verteidigung gleichzeitig. Because why not? Schwupps. Machen wir Exhibition. Okay. Was war das andere? Ich hab's gerade nicht so wirklich gesehen. Der Eisangriff und SP Wiederherstellung. Das wäre noch. Eigentlich wäre Tiki und Mario noch praktisch gewesen, aber ist da eine Entscheidung. Ich dachte gerade Exhibition, because why not? Ja. Schwupps. Yashiro, auch kann man auch Yashiro mal sehen im Kampf. Oh mein Gott, wir können Yashiro im Kampf sehen, auch wenn es nur dieser Duo-Session ist. Wir kriegen auch bald sein Outfit. Bis die Musik dazu wäre natürlich noch cooler gewesen. Ja. Ups, Schaden. Wir müssen aus dem Kanation und halt Black Rain wäre cool gewesen. Oh, so ein Mash-up zwischen den beiden dann wäre cool gewesen, oder? Lange Sessions sind lang. Und vielleicht müssen wir den einen Special-Angriff voll, damit Mamori uns vorleihen kann im Notfall. Na komm, einer fehlt noch. Du hältst immer noch deinen Dingens dran und darfst weiter blocken. Mabushi ist okay. Verstärkung. Okay. Ich lass Mamori voll heilen. Du kümmerst dich wieder um die Verstärkung, oder? Ja. Okay. Zack. Sehr schön. Der Angriff von beiden ist auch wirklich episch. Ja, die sehen alle ziemlich gut aus, nicht wahr? Ja, ziemlich sehr. So, das haben sie echt schön gemacht. So, und Mamori, du hast jetzt deine neue Fähigkeit. Achso, das geht nur, wenn jemand tot ist. Dann mach halt Microwave Heart. Ich liebe diese Fähigkeit. Aber schade, dass die andere Fähigkeit nur geht, wenn du damit gestorben ist. Ups. Und hau weiter auf den anderen drauf, jetzt ja keine Schwäche hier drauf, leider. Hau drauf, Mamori! Schwupps! Der nimmt wirklich eine Menge Schaden. Ich werde das trotzdem bei jedem Angriff wieder sagen, auch wenn alle episch aussehen. Natürlich! Ich wiederhole auch immer wieder, wie gut die eigentlich aussehen. Heck mal, jetzt ist das Ziel auch endlich weg. Jetzt kann ich auch eine Heatwave machen sogar. Um wenigstens ein bisschen Schaden damit zu machen. Heatwave! Ups. So. Dusch! Ich find's ein bisschen interessant. Ja, die Angriffe sind echt interessant aus. Die werden vor allem auch alle auf einmal so athletisch, besonders Mamori so. Ja, ich heb mal diese. Ihren Saltus. Kiria schwebt. Die spinnt im. Spirit Rain. Das kannst du ruhig machen. Das ist. Das Thema kannst du ruhig machen. Ja. So, nope. So. Krieg ich noch eine? Schade, nein. Ich glaube, es dürfte sogar reichen. Der Kampf war, ehrlich gesagt, ziemlich einfach. Java wurde ich kein Problem. Der Gegner hat keine besonderen Special-Angriffe gemacht, eigentlich. Außer die Todesmaskara, aber das Ding ja.
Wenn man gut genug gelevelt ist, hält man den Angriff gut aus. Und tschüss, Feroz. Wie? Wie kann ich das legendäre Idol für ein Kind besiegt werden? Das legendäre Idol ist Asam Maikawa, nicht du. Ja, das Angriff von Tsubasa und Kira wäre episch gewesen, aber den haben wir leider nicht bekommen. Du. Unartiges Kind. Und vor allem vergisst nicht, dass der Angriff von Tsubasa und Kira kann nie der letzte Angriff sein, weil auf den immer eine Session folgt. Was ein letzter Angriff zu gewesen sein könnte, könnte es zwischen Tsubasa und Ellie sein. So. Da, Stage Rank 12 sogar schon. Wow. Damit erreicht sie Dancer's Power. Warte, sie kann jetzt tanzen. Ist sie jetzt Olivia? Oh, jetzt gibt es Lance/EX. Jetzt ist sie Olivia, ja. So, Wind Expertise plus 1. Du bist auch nur ein Skill. Du kriegst, glaube ich. Ich hätte schon gerne Tetra-Card. Rakugaya weg dafür für Tetra-Card. Ja. Weil Tetra-Card ist echt. Oder Marking. Ja. Marking ist ja auch praktisch. Ja. Das markiert ja auf sie selbst. So, dann hat sie Silberaxt voll und hat immer noch keine neue Waffe bekommen. Mamugi, was ist los? Ja, Mamugi und Waffen. So. Concentrate. Schwierig. Ich weiß, gut, ich hab doch. Ich bin sogar gewillt, Megiddo wegzumachen. Weil wir Megiddo kein einziges Mal genutzt haben. Ja, und wie gesagt, du kannst dann keine Session machen. Na gut. So. Was kannst du noch, Gideon? Das ist Fire. Hast du schon, das brauchst du nicht nochmal zusätzlich drauf. Itsuki. Was ist los? Selbst als ich dachte, dass ich in so einer schwierigen Situation ist, war ich in der Lage, mit meinem Gesang alles zu erreichen, was ich... Ich war in der Lage, mit all meinen Gefühlen zu singen. Das war wirklich großartig. Ich verstehe. Ich liebe wirklich das Singen. Und weil sie das Singen liebt, hat sie jetzt doch noch einen Performer aus Gründen bekommen. Weil sie einen braucht für die Quest. Ich finde es sehr interessant, wie es teilweise Leute gibt, die zwei Adlibs haben und dann gibt es Mamori. Die immer noch kein Adlib hat. Ja. Spoiler. So, sie wird niemals eine Adlib bekommen. Natürlich. Sie hat übrigens auf Dreams bekommen. Das ist so richtig so ein Moment. Mamori, why? Ich meine, das aus ihrer dritten Zeit. Ich meine, das ist. Ich überlege gerade. Ich glaube, das ist auch eine Performance oder ein Duat. Eins von beiden. Die Performance, in der du dein Bestes gegeben hast. War unglaublich. Unglaublich. Beeindruckend. Am meisten beeindruckend. Diese Stimme. Diese Komposition. Ein unendliches Gefäß, das die Gefühle aller Fans akzeptiert. Du bist nur eine Puppe. Wait. Es kann nur mit Licht verglichen werden. Die wahre Essenz eines Idols. Zu denken, dass diese in einem Körper